guten Morgen aus Karsdorf an der Unstrut. Der Morgen ist nicht ganz so verlaufen, wie wir uns das gedacht haben. Wir hatten eigentlich einen ganz hervorragenden Plan. Es war nämlich Regen ab 8 Uhr angesagt. Da haben wir gesagt, okay, wir packen alles schnell ein. Zelte abgebaut, im Trocknen noch, hat doch alles geklappt. Und hier vorne gab es so überdachte Sitzbänke. Die gehörten eigentlich mit zu diesem Bistro, wo gestern Abend hier so Weinausschank und so war. Aber die hatten früh noch zu und dachten wir, super, da können wir ja unser Frühstück machen. Aber die bieten tatsächlich auch Frühstück an, und zwar genau natürlich dort an diesen überdachten Sitzplätzen. Ist jetzt eingedeckt für zahlende Frühstücksgäste. Es war zwar noch ein Tisch frei, aber der ist jetzt, glaube ich, auch noch belegt. Und sie meinten auch, das ist nicht gern gesehen, wenn wir uns damit dazusetzen. Naja, das heißt, wir haben jetzt lange hin und her überlegt, was wir machen. Bezahlen wir jetzt hier Frühstück oder so? Setzen wir uns hin und packen alles aus und hoffen, dass es während des Frühstücks nicht regnet. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wir werden wohl jetzt erstmal losfahren und dann einfach bei dem nächstbesten trockenen Rastplatz unterwegs unsere Frühstückspause dann quasi einlegen. Jetzt ein Stück gefahren bis Burg Scheidungen. Unterwegs kamen nicht wirklich Rastplätze. Hier wollten wir sowieso uns das Schloss mit anschauen. Da sind wir jetzt hier gelandet und hier gibt es keine überdachten Bänke, aber zumindest Bänke im Schlossgarten, die hier so ein bisschen vom Laub umgeben sind. Also hier sitzen wir etwas geschützt, zur Not haben wir auch noch Plan dabei. Und gerade, es tröpfelt minimal, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Regen. Und ich denke, da werden wir jetzt hier unsere Frühstückspause machen. Also, ja, unser Frühstück quasi, was es sonst am Zelt gibt. Mal ein bisschen anderer Tagesablauf heute. Aber mit sehr schöner Kulisse. Ja, das hat sich doch jetzt alles sehr schön gefügt. Regen hatten wir überhaupt nicht, stattdessen kam die Sonne jetzt sogar raus. Also ein toller Frühstücksplatz sozusagen, den wir hier dann gefunden haben. Hat sich so gesehen, also alles gelohnt. Wir laufen jetzt hier gerade noch mal ein bisschen durch den Schlossgarten. Gibt direkt um das Schloss hier einen kleinen Park oben und dann noch so einen terrassenartigen Landschaftsgarten nach italienischem Stil, der sich dann nach unten in die Unstrutaue eröffnet. Da werden wir sicher auch noch mal ein paar Schritte laufen. Alles ein bisschen vertrocknet hier. Aber doch irgendwie hat das auch seinen Reiz dadurch, dass es nicht ganz so schickimicki gepflegt ist, sondern alles so ein bisschen naturbelassener wirkt. Ganz interessant. Ja, ich zeige euch nochmal den Ausblick hier in der Richtung und dann gehen wir vorne Richtung Schlossgarten.
oder halt Dings. Wie heißt es? Oder wenn man halt Kanu fährt. Ja, genau. Hab das gelöst. Ja, ja. Das war ein Blatt. Hatte ich vermutet anhand des Geräusches, ja. Hier geht es jetzt auch wirklich los mit den ganzen Weinbergen. Wir kommen jetzt mitten in die Saale-Unstrut-Weinregion und hinter Laucha dann der nächste Ort. Freiburg ist ja auch bekannt für die Rotkäppchen-Sektkellerei. Also da gibt es jetzt auch viel zu sehen hier. Guck mal, da ist ein Segelflieger. Wo ist hier etwa irgendwo ein Segelflieger? Wir durchqueren Laucha, haben uns auch hier kurz noch mal die große Kirche angeschaut und sind gerade noch vorbeigefahren am Glockenmuseum. Laucha ist nämlich berühmt für eine, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ehemalige oder noch aktive. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es oder gibt es hier eine Glockengießerei und ein Glockenmuseum. Wir fahren aber weiter Richtung Freiburg als nächsten größeren Ort letztendlich. Das wäre unser Rastplatz gewesen hier.
Wasser Scheiblitz. Wir nähern uns Freiburg und jede Kurve des Weges ergibt wieder wunderbare neue Ausblicke auf neue Weinberge oder Auen an der Unstrut. Und jetzt kommt gerade hier die Neuenburg, Schloss Neuenburg ins Blickfeld, wo ich letzten Herbst mal mit der Kamera oben war. Gibt es auch einen kurzen Film. Also, ganz, ganz toller Radweg. Irgendwann mal gelesen. Geht klar. Oh. Ich fahre extra an den Rand. Der Einladen Mühlenladen gab es hier noch in dieser noch aktiven Mühle bei Scheiblitz oder wie das heißt, ein Ortsteil von Freiburg schon. Leider hat der Mühlenladen genau zwischen 12 und 13 Uhr Mittagspause und jetzt ist es 12.10 Uhr. Also ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ja, naja, dann können wir hier leider nicht einkaufen, aber fahren jetzt weiter Richtung Freiburg. Was denn du für Zeug? Ich weiß gar nicht. Na gut, hier unten wohnen vielleicht schon Leute, aber ich glaube da oben nicht. Weiß ich nicht. Freiburg erreicht. Wir waren gerade einkaufen im Netto gleich an der Unstrutbrücke, die wir sowieso überqueren müssen. Und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Abstecher ins Stadtzentrum. Die St. Marienkirche hier sehr sehenswert. Schauen wir mal, dass wir da nochmal reingucken gleich und uns noch ein bisschen hier die Zeit vertreiben. Wir möchten nämlich nachher gerne am Max-Klinger-Weinberg ein Stück Kuchen essen. Da gibt es aber erst 14 Uhr was. Deshalb müssen wir noch ein Stündchen hier uns in der Stadt die Zeit vertreiben, damit unser Plan aufgeht. Riesling ist ein Wein, oder? Nein. Kirche macht erst 14 Uhr auf. Das zieht sich heute so ein bisschen durch den Tag, dass irgendwie alles gerade noch nicht offen hat oder wir auf die Öffnungszeit erstmal warten. Naja, so ist es. Wir gucken mal. Wir werden die Zeit schon rumkriegen. Einer der Gemeindepädagogen ist dann erkrankt. Hier in Groß-Jena erreichen wir jetzt den schönen Blütengrund direkt an der Unstrut. Hier stehen viele Obstbäume, deshalb wohl auch der Name. Und es gibt dann auch diverse Wein-Ausflugsgaststätten, Weingüter und eben auch den berühmten Max-Klinger-Weinberg, wo der sein Arbeitshäuschen hatte. Und da gibt es neben einem Museum auch ein Café und das streben wir jetzt an.
gestern, das war ein fruchtiger Sesselbahn. Wobei, ist auch ein leichterer. Ja, das ist leicht, das ist gut, aber der schmeckt gut. So, wir haben dort fabelhaft gegessen und fast durch das komplette Kuchenangebot durchprobiert. Sind jetzt auch ziemlich satt. Und jetzt fahren wir die letzten 1,5 Kilometer durch den Blütengrund zur Fähre. Und wenn die uns mitnimmt, können wir dann mit der Fähre direkt zu unserem Zeltplatz übersetzen. Falls nicht, müssen wir noch mal 4 Kilometer zur nächsten Unstrutbrücke oder Saale ist es dann schon, zur nächsten Brücke fahren. Schauen wir mal. Hier kommen wir jetzt noch vorbei am Steinernen Album oder Steinernen Bilderbuch. 1722 ist das hier entstanden. Mehrere Darstellungen von biblischen Szenen, die irgendwie mit dem Weinanbau zu tun haben, die sind hier als Reliefe in der Wand, also in den Felsen gehauen. Sieht man leider gar nicht mehr so gut, weil es hier teilweise ganz schön zugewachsen ist mit höheren Hecken. Aber hier ein kleines Stück kann man hier sehen. Da das mit der Fähre etwas eng und steil mit dem Anhänger jetzt aussah, haben wir uns entschieden, außen rum zu fahren, über die Brücke bei dem Ort Henne, heißt er, glaube ich. Also 2 Kilometer hin, 2 Kilometer zurück zusätzlich, aber das passt schon. Die Etappe heute war ja noch nicht besonders lang und es ist jetzt auch gerade 15 Uhr. Genau. Aber die Fähre wäre gefahren. Ja, und hier endet jetzt also auch offiziell der Unstrut-Radweg. Hier war gerade zu sehen die Stelle, wo die Saale, wo die Unstrut in die Saale dann mündet. Ja, bei uns drin ist schrecklich. Mit diesen Meter hohen oder 2 Meter hohen. Hier können wir jetzt die Saale überqueren und dann geht's hier, wo die anderen Radler schon kommen, am anderen Flussufer wieder zurück. Nee, nicht direkt da drauf. Oder wir gehen insgesamt noch ein Stückchen weiter rüber. So, nachdem wir jetzt hier gut uns eingerichtet haben auf dem Zeltplatz, es gibt eine sehr, sehr große Zeltwiese an diesem See, der relativ leer ist und wo Baden verboten steht, aber wo trotzdem ganz viele Leute dran baden. Interessant. Ja. Naja, haben wir uns hier einen Platz gesucht, wieder an so einem praktischen überdachten Tisch, damit es uns nicht so geht wie heute, wenn wir morgen im Regen frühstücken müssen. Und jetzt gibt's Abendbrot. Und zwar heute nochmal Nudeln. Dazu eine Tomatensauce. Passierte Tomaten haben wir gekauft, ne? Ja. Genau, mit denen ist ganz schön was passiert. Dann noch Zwiebel, Mais haben wir auch noch ein bisschen. Was wollten wir noch reinmachen? Nudeln auf jeden Fall. Tomatenmark, Räuchertofu. Räuchertofu. Also wird wieder so ein bisschen, genau, geriebener Mozzarella. Wir gucken mal, was wir noch so finden und was wir alles ranmachen. Oh. Mein super leichtes Plätzchen aus. Hier ist es, hier ist das ultra leichte Plätzchen. Hier mache ich da Tofu. Ja.
Hier kommt es schon zur Vereinigung vom Tomatigen mit dem angebratenen Anteil. Na, da hast du aber was gezaubert hier. Mhm. Nicht heiß. Oh. Hast du in der Kartusche noch was drin? Ja, für morgen reicht es, glaube ich. Ach so, naja, ich weiß nicht, ob der Käse so hübsch aussieht. Ja, okay, stimmt. Mach einfach einen vor und dann einen nach. Ich glaube, das ist dann am schönsten. Mit dem Wetter haben wir wieder so ein Glück. Ja. Die einladende Zeltwiese hier am See hat sich noch gut gefüllt da vorne. Hier bei uns geht's. Hier drüben sind auch noch ein, zwei Zelte dazugekommen. Aber wir haben noch freie Sicht aufs Wasser. Und selbst wenn, wir sind ja nur eine Nacht da. Ich komme noch mal mit vor, wenigstens Zähne schrubben. Achso, vielleicht sollte ich das nicht. Vielleicht sollte ich das nicht filmen, wie wir hier mit unseren Rädern aus dem Fahrradverbotentor rausgeradelt kommen, oder? Aber es ist so ein schönes Bild.